Also meine Damen und Herren, es ist 17 Uhr, wieder mal Zeit für Clinical Journal Club für diese Woche. Und das Bild aus dem New England Journal ist jetzt vor Ihnen. Es geht um eine 45-jährige Frau, die schwer verletzt worden ist in irgendeinem Unfall und hat dann multiple Knochenbrüche und andere Verletzungen und kriegt einen Haufen an Antibiotika. Eine Woche später sieht ihre Zunge so aus. Und das ist, im Jargon ist das eine schwarze, haarige Zunge. Black, hairy tongue. Und die Frage ist, was ist denn hier die Ursache? Und hier sind 5 Antibiotika im Angebot. Ich habe auch keine Ahnung. Aber wenn es dunkel macht, könnte es wahrscheinlich Tetracyclin sein. Dies hat nichts zu tun mit den dunklen Zähnen und Knocheneinlagerung, die man mit Tetracycline sieht. Aber Black Hairy Tongue ist assoziiert mit Tetracycline-Einnahme. Und genau was hier los ist, ist nicht 100% klar. Aber die anderen 4 Antibiotika sind nicht mit Black Hairy Tongue assoziiert. Rauchen und andere Ursachen sind auch möglich und schlechte Hygiene und hier ist noch ein Beispiel, dieses genauso dramatisch schwarze Haarzunge, gibt sogar einen lateinischen Ausdruck dafür und hauptsächlich bei Männern und es ist ein Zungenbeleg und Antibiotikatherapie und Corticosteroide und Rauchen und Niacinmangel und unterschiedliche Sachen. Dieser Zustand ist sehr lästig loszuwerden. Gott sei Dank ist es relativ häufig. Die Tetracycline sollte man wahrscheinlich dann absetzen. Erste Thema geht es um Hämophilie, Hämophilie A, das heißt Faktor 8 Mangel. Und es gibt einen Antikörper, der heißt Emicizumab. Und dieser Antikörper hat im Prinzip 2 Köpfen und ist in der Lage, Faktor 9 mit Faktor 10 zu verbinden, eine Brücke aufzubauen, was eigentlich die Aufgabe von Faktor 8 ist. Das ist nicht so gut als das eigene Faktor 8. Und wir haben ja schon jetzt gentherapeutische Ansätze für Faktor 8 Bildung in der Leber gesehen. Die sehen auch ziemlich spannend aus. Aber dies ist vielleicht einfacher. Und die Idee hier ist es, Folgen von Hämophilie A zu unterbinden durch die Gabe von diesem Antikörper, der einfacher zu geben ist als rekombinantes Faktor 8 und wahrscheinlich auch einfacher als Gentherapie. Also darum geht es hier. Und es geht hier um Prophylaxe von Blutungsereignissen. Und hier sehen wir eine Placebo-Gruppe und 2 unterschiedlichen Gruppen, die diesen Antikörper gekriegt haben. 2 unterschiedlichen Dosierungen, subkutane Injektion einmal pro Woche. Nicht schlecht, ein bisschen weniger aufwendig als Kryopräzipitat und rekombinantes Faktor 8 und etc. Und um diese langweilige Tabelle zu beurteilen, ist beinahe unmöglich. Aber wir gucken uns einfach, Placebo-Gruppe ist C und diese beiden Gruppen Antikörper und dann jährliche Blutungsereignisse 1,5, 1,3 und 38,2. Ich glaube, dass 1,5 und 1,3 besser aussehen als 38,2. Dann gibt es unterschiedliche Modelle, mathematische Berechnungen und Sachen, die ich im Leben nicht verstehen werde. Und dann gibt es Gelenkblutungen und Gesamtanzahl der Blutungen und was ist sonst, spontane Blutungen oder Blutungen, ob Faktor 8 gegeben worden ist, was bei manchen Patienten der Fall war und bei anderen nicht. Wie auch dem man diese Rechnungsaufgabe durchführt, sieht es so aus, als würden die Placebo-Gruppe mehr Blutungsereignisse haben im Zeitrahmen eines Jahres als die beiden Gruppen von diesem Antikörper. Also das sieht nicht aus wie eine hundertprozentige Heilung, aber wenn man das errechnet, sind die Anzahl der Blutungen 95% reduziert. Das finde ich schon ziemlich gut. Und das ist hier dann auch
ein Vergleich von Faktor 8 Prophylaxis und dem Antikörper und Leute, die null Blutungsereignisse hatten oder nur 1 bis 3, dies ist ja im Rahmen von einem Jahr, ist hier gegeben. Und dann Nebenwirkungen halten sich in Grenzen, meines Erachtens. Anzahl der Wochen, dass die Patienten, die Therapie ausgesetzt worden sind im Rahmen von einem Jahr und lokale Veränderungen bei der Einspritzstelle und Nasopharyngitis, auch ein paar Fälle, Kopfschmerzen, Auftreten von Influenza und so weiter. Also diese Sachen waren ziemlich unerheblich. Also dies ist verträglich und die beiden Dosierungen von Antikörper haben eigentlich zu ziemlich ähnlichen Spiegel von diesem Antikörper bei den Patienten geführt und das wurde gemonitort jede Woche, da steigt das dann an. Also dieser Antikörper hat auch eine ziemlich lange Halbwertszeit, wenn dieses Plateau hier erreicht wird. Und diese Therapie, glaube ich, bietet diesen Patienten eine ganze Menge und was sich dann durchsetzen wird in der Behandlung von Patienten mit Hämophilie A ist noch nicht 100% definierbar, aber dass man diesen Patienten viel mehr bieten konnte, als sonst der Fall war, glaube ich, ist hier schon zu entnehmen. Ja, es ist eine Überbrückung, aber im Prinzip, es wird auch MAP genannt, so habe ich das Wort Antikörper benutzt, aber diese beiden Köpfe sprechen dieser unterschiedlichen Faktor 9 und Faktor 10 an. Diese beiden Typen finde ich ziemlich toll. Ich habe Ihnen schon langweilige Geschichten erzählt, wie es war, als ich mit der Schule anfing in 1948 und die Polio-Epidemien, die damals vorhanden war. Und als der Impfstoff von Jonas Salk eingeführt worden ist in 1956, war es mit der Polio in den Vereinigten Staaten wenigstens zum großen Teil vorbei. Und sein Impfstoff war ein Totimpfstoff, das heißt, die Polioviren wurden getötet durch Formalin und nichtsdestotrotz war dieser Impfstoff ziemlich effektiv. Dann Bruce Sabin, auch ein Virologe zur gleichen Zeit, hat einen anderen Impfstoff eingeführt, kurz danach. Sind die Viren attenuiert, aber nicht getötet. Und dieser Impfstoff konnte man, da er lebendig ist, wie das Poliovirus sonst eingeführt wird, im Körper über Magen-Darm-Trakt, wurde der Impfstoff auf Zuckerwürfel appliziert und dann haben die Kinder diesen Zuckerwürfel runtergeschluckt und dieser Impfstoff war enorm erfolgreich. Gerade wenn man jetzt 1000 Kinder in einem Nachmittag impfen will, Sabin-Impfstoff war besser als der Impfstoff von Jonas Salk und das hat der Albert Sabin auch verbreitet und beide waren ja ziemlich eitel, obwohl man sagen muss, als Jonas Salk gefragt worden ist in den 50er Jahren, ob er seinen Impfstoff patentiert hätte, hat er darauf geantwortet, soll ich die Sonne patentieren? Fand das eine ziemlich interessante Aussage, würde man heute natürlich ganz anders sehen, wie die Präparate, die gegen Hepatitis C angewendet werden. Nichtsdestotrotz haben beide ein gutes Leben geführt und haben nicht am Hungertuch genagt. Also das ist die Geschichte von den beiden. Nun geht es um das folgende Problem. Wir haben schon in den 60er Jahren, als ich Assistenzarzt gemerkt, dass tatsächlich wenn die Kinder diesen Impfstoff gekriegt haben, kam es vor, dass ein Elternteil krank wurde und Poliosymptomatik entwickelt hat. War meistens vorübergehend, nicht so schlimm, kein bulbares Polio, wurde nicht beatmungspflichtig. Man dachte, das wäre wahrscheinlich ein endogener Stamm, weil dass die Eltern vielleicht nur den Sorg-Impfstoff bekommen haben oder vielleicht nicht geimpft waren, das war nicht klar. Aber mit molekulargenetischen Untersuchungen kann man natürlich feststellen, ob es Wildtyp-Virus ist oder vielleicht
das Virus, das vielleicht mutiert ist von diesem attenuierten Impfstoff von Albert Sabin. Und das nennt man impfstoffderiviertes Poliovirus, abgekürzt VDPV. Und VDPV spielt eine Rolle und ist ein Risiko in Bevölkerungen, die den Sabin-Impfstoff erhalten. Und die Politik zurzeit in den westlichen Ländern ist es, da Polio im Prinzip ausgerottet ist in Europa und Nordamerika, ist sich auf den Sorg, auf diesen Impfstoff mit getöteten Viren zu verlassen, so dass man VDPV vermeiden kann. Jetzt in Afghanistan und Pakistan und anderen Ländern, afrikanischen Ländern, führt man Untersuchungen durch an Kanalisationen und an Stuhlproben von der Bevölkerung und so weiter, sucht man nach Poliovirus. Und hier geht es um den Stamm 2. Poliovirus besteht aus 3 Stämmen. Der 3. Stamm spielt keine Rolle mehr. Und der letzte Fall von Polio sind 22 Fälle von Polio weltweit letztes Jahr markiert worden. Und die waren alle Serotyp 1. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Serotyp 2 wahrscheinlich ausgerottet ist, mit der Ausnahme von VDPV2, das wahrscheinlich durch eine Mutation von dem Sabin-Impfstoff zustande gekommen ist. Und wie soll man das alles überprüfen? Und das wurde in dieser riesigen epidemiologischen Impfstoff- oder Untersuchung, was wir hier sehen können, sei es in Nordnigerien, Südnigerien, Afghanistan oder Pakistan, dass Sabin-2 Poliovirus in Stuhlproben fällt erheblich ab über einen Zeitverlauf von unterschiedlichen Jahren hier angegeben. Und das ist überall so auf diesen Weltabschnitten der Fall, so dass man dann sich überlegen kann, okay, dieses Anzahl an Proben von OPV2 oder das impfstoffderivierte Poliovirus klingen ab, so dass man den oralen Impfstoff hier nicht mehr geben muss und sich auf den getöteten Virusimpfstoff verlassen kann, bis das Virus überhaupt verschwunden ist. Und das ist dann die Hoffnung und das ist die Strategie. Und dann hier ist die Detektion von Sabin-2 Poliovirus über Zeit hier auch dargegeben. Und was wir hier sehen können, ist die das kann man überprüfen, indem man die Sequenz von dem Sabin-Virus 2 vergleicht, Wildtyp 2, und so kann man die auseinanderteilen. Und das fällt auch über diesen Zeitverlauf zwischen 2016 und 2018 in allen Erdteilen stark ab, so dass wir bald in der Lage sein können, dass das Risiko von VDPV2 spielt dann keine Rolle mehr. Man kann dann auf den injizierten Impfstoff übersteigen und dann ist die Hoffnung, dass bald Poliovirus von der Erdkugel verschwinden wird, und das ist der epidemiologische Beleg dafür. Ja, Syrien taucht hier in Anzahl der Fällen immer noch auf. Wahrscheinlich bestimmt hat es zu tun mit den Kriegereien und so weiter. Aber die erfreuliche Nachricht ist, Polio ist beinahe von der Erdkugel verschwunden und könnte verschwinden insgesamt, wenn die Weltbevölkerung so das haben will. Und dann das Risiko von Auftreten von impfstoffderivierten Poliofällen ist schon gegeben, aber nach unterschiedlichen Analysen fällt das ab. So, kleine Zahl von Hochrisiko-Erdteilen sind schon da, aber
wahrscheinlich auch zurückzuführen. VDPV kann vorkommen bei den alten Bestandteilen von dem oralen Polio-Impfstoff. Aber es ist erfreulich, dass nur 22 Fälle von Polio in 2017 überhaupt aufgetreten sind. Und die hatten alles mit dem OPV2 eigentlich nichts zu tun. Dann das nächste Thema, wieder ein weltweit wichtiges Thema. Und das hat zu tun mit den Erfolgen von Behandlung von Tuberkulose. Und auch wenn man Tuberkulose hat, die jetzt nicht durch resistente Tuberkelbazillen zustande kommt, ist da leider in 5% der Fälle gibt es ein Rezidiv, das heißt die Therapie war nicht erfolgreich und wenn ein nur begrenzter Kurs von Behandlung angewendet wird mit INH und Rifampicin und die vier Sachen, die jetzt gegeben werden, wenn es ein begrenzter Therapiekurs ist, dann ist das Wiederauftreten von Tuberkulose 20%. Und die Frage ist, wie kann man das vielleicht, das Risiko einschätzen? Kann man das mit klinischen Methoden, wie die Kavernen aussehen vom Röntgenbild oder irgendwelche klinischen Maßstäbe, oder könnte man es vielleicht bei minimalen inhibitorischen Konzentrationen von den Bakterien feststellen, was mir einleuchten würde und den Forschern anscheinend auch. So hat man hier 54 Fälle von Relapse, das heißt Rezidiv, verglichen mit 63 Fälle von Patienten, die durch die jetzt empfohlene Behandlung kuriert worden waren. Dann hat man deren Röntgenbilder verglichen und Sputumkulturen und was es sonst noch gibt und hat das dann verglichen mit Eigenschaften der Bakterien, wie resistent oder sie waren zu den unterschiedlichen Chemotherapeutika, die hier angewendet worden sind. Und dann haben wir die Leute mit Rezidiv, die sind hier in Rot, und die Leute, die kuriert sind, sind hier in Blau, und wir sehen hier im Prinzip zwei unterschiedlichen Verteilungen. Und die Rezidiv-Leute sind nach rechts verschoben im Vergleich zu den Leuten in Blau, die kuriert worden sind. Und es hat selbstverständlich mit Minimal Inhibitory Concentration, minimale inhibitorische Konzentration von Rifampicin zu tun. Würde mir vielleicht auch einfallen. Und wenn wir uns dann ROC-Kurven, das ist Sensitivität geplottet gegen 1 minus Spezifizität hier gezeigt, ein rechter Winkel wären 100% Vorhersager und einfach eine Korrelation zwischen den beiden ist dann nicht besser als Würfeln. Was wir hier sehen, ist, dass schon MIC hat schon erhebliche Aussage, ob die Therapie jetzt erfolgreich sein wird oder nicht. Und wenn ich die Studie richtig verstanden habe, und ich hoffe, das war der Fall, dann haben die Autoren das auch so gedeutet, dass im Prinzip haben wir hier zwei unterschiedliche Verteilungen, die sind basiert auf MIC, dann kann man schon vorhersagen, wie zielstrebig die Behandlung sein sollte, und das ist vielleicht sicherlich besser als die 4-Monats-Behandlung und vielleicht noch ein zusätzliches Präparat hinzugeben sollte. Also MIC-Werte von Isoniazid und Rifampicin hätte ich mir auch vorgestellt, haben eine Vorhersage, ob die Therapie erfolgreich sein würde oder nicht. Dann das nächste Thema in New England Journal ist dieses Präparat. Das heißt Ibudilast. Und das wird in Japan angewendet für Gott weiß was alles. Überwiegend für Asthmaanfälle und ähnliches. Und dies ist ein Wunderpräparat, kleines Molekül hier gezeigt. Und das hemmt unterschiedliche Familien von Phosphodiesterasen. Und von Phosphodiesterasen gibt es 11 unterschiedliche Familien. Und die Phosphodiesterase, die mit Asthma zu tun hat, ist PDE4. Und dieses Präparat inhibiert PDE4, aber andere PDEs auch. Und interferiert auch mit
Toll-like-Rezeptoren, die mit Entzündung zu tun haben, und interferiert auch mit anderen Bestandteilen, die vielleicht bei der Multiple Sklerose eine Rolle spielen könnten, wie der makrophagen migrationsinhibitorischen Faktor. Und wie wir wissen, Multiple Sklerose zu behandeln, ist echt ein Gräuel. Es sind ungefähr 20 Präparate dazugelassen. Kann man damit rechnen, dass keiner besonders toll ist, und da, sonst wären ja nicht so viele zugelassen. Und es ist ein frustrierendes Krankheitsbild. In dieser großen Studie ist dieses Ibudulast hier verglichen worden mit Placebo, um zu sehen, ob über die Zeit die Hirnatrophie, festgestellt durch MRT, vielleicht eingebremst werden könnte. Das wäre schon was. Und diese Patienten haben auch unterschiedliche andere Sachen gekriegt, Interferon und Glatiramer und andere monoklonale Antikörper gegen Oberflächenadhäsionsmoleküle und andere Sachen haben die auch gekriegt. Aber die sind randomisiert worden zu Ibudilast oder Placebo mit primärer Endpunkt Hirnatrophie über Zeit. Und wie wir hier sehen, in der Placebo-Gruppe fand Hirnatrophie über Zeit statt. Und man hätte gerne, dass keine Hirnatrophie stattfindet. Und mit Ibudilast ist diese Hirnatrophie ungefähr halbiert. Aber hier, wie wir sehen von diesen Boxplots, das mag der Fall sein, aber für irgendeinen individuellen Patienten ist es ein bisschen schwer, den sehr viel zu versprechen mit dieser Verteilung, mit den Endergebnissen bei jedem Individuum. Und wenn wir das angucken, statistisch sehr erfreulich, aber die Unterschiede in der Hirnatrophie waren ziemlich bescheiden. Und dies ist Progression der körperlichen Einschränkung, was vielleicht wichtiger ist als Hirnatrophie. Da ist ein Unterschied da. Hazard Ratio sieht nicht schlecht aus, 25% reduziert. Aber die Unterschiede zwischen Ibudilast und Placebo für einen Nicht-Neurologen sehen meines Erachtens nicht so berauschend aus. Das Zeug war ziemlich gut vertragen, und es wird ja in Japan für alles Mögliche gegeben, sowieso, und ist zugelassen. Und die Anzahl der Absetzer wegen Nebenwirkungen hat sich nicht statistisch unterschieden von Placebo. So sieht das ziemlich gut aus. Und tatsächlich, Ibudilast schlägt Placebo, aber die individuellen Verläufe hier sind sehr unterschiedlich. Also dies ist noch keine große Heilung. Aber immerhin ein Präparat, das schon zugelassen ist mit wenig Nebenwirkungen, könnte helfen. Nächstes Thema. Und hier muss man den Unterschied zwischen Paul Langerhans kennen und Johann Ferdinand Friedrich Theodor Langerhans. Und das sind nicht die gleichen Pathologen. Und der Paul Langerhans hat auch mit Rudolf Virchow zusammengearbeitet. Er ist mit 40 Jahren schon gestorben. Wäre so alt geworden wie der Meister, hätte er vielleicht den Meister geschlagen. Nämlich in dieser kurzen Zeit hat er die Inseln von Langerhans entdeckt. Und auch diese komischen Zellen, die er in der Haut gefunden hat, die wir jetzt dendritische Zellen nennen würden, er dachte, und das kann man sich auch vorstellen durch diesen Prozessen hier, dass die vielleicht eine neuronale Funktion hätten. Das sind Langerhans-Zellen. Ja, aber der Johann Ferdinand Friedrich Theodor war auch ganz gut aussehend. Und der hat diese Riesenzellen beschrieben, bei Granulomen wie bei der Tuberkulose. Und sie sollten diese beiden Pathologen auseinanderhalten können. Nämlich das Review im New England Journal geht es um Langerhans-Zell-Histiozytose. Mysteriöse Serien von Krankheiten, meistens, wie Sie in diesen Bildgebungen sehen, Kinder oder junge Menschen
Knochen, zentrales Nervensystem, Lungenparenchym, Haut, verbreiten sich diese Histiozyten oder Langerhanszellen und induzieren unterschiedliche, sehr unterschiedliche Krankheitsbilder, wie hier in den Rippen hier gezeigt. Und dies lungenparenchymatöse Erkrankung mit dieser wabigen Lungenveränderung hieß früher Littoral Seaweed Disease, pädiatrische chronische Lungenerkrankung. Diese Kinder kriegen auch spontan Pneu. Und diese Lungen sind gefüllt mit diesen Histiozyten. Hauterscheinungen sehen wir hier, Knochenlöcher und dann im zentralen Nervensystem. Dies nannte man Hans Schuller-Christians Krankheit und hier im Cerebellum. Und, also sehr mysteriös. Aber was wir jetzt wissen, ist, diese Histiozyten oder diese Langerhanszellen sind nicht normal. Die beinhalten häufig die BRAF V600E-Mutation und andere Veränderungen, so dass ich als Nicht-Pathologe würde mir vielleicht einfallen, es sind vielleicht Tumoren oder Tumorzellen, die sind vielleicht Langerhans-Tumoren und man beschäftigt sich damit. Und dieses ganze Review, die exprimieren auch CD207, sind positiv, die haben Beschleunigung in mitogen aktivierten Proteinkinasen. Mit der BRAF-Mutation würde man das auch vermuten. Jetzt haben wir Hämmer gegen diese Abläufe, könnte man hier anwenden. Und hier die Klinik von Hans Schiller-Christians Disease und Lateral Seaweed Krankheit und was es alles sonst noch gibt und Eigenschaften, Granule, die an diesen Zellen hier stattfinden und die Histologie und wie man die färben kann und wie diese Zellen zustande kommen und die Vorläuferzellen von diesen dendritischen Zellen und das wird alles in diesem wunderbaren Review hier beschrieben. Und diese BRAF-Mutation ist ja ziemlich böse. 64% von Langerhans-Zell-Histiozytose. Und dann hier sind diese Indels, das sind Insertionen, Deletionen, Umverteilung von DNA, MAP-Kinase-Veränderungen und unbekannte Veränderungen sind auch der Fall. Und dann sieht man hier, was alles mit diesen armen Patienten passiert. Und ich glaube, die Molekularbiologie ermöglicht hier eine Zusammenfassung von diesen unterschiedlichen Syndromen und auch, wie man die angehen kann. Wird die Frage gestellt, ist Langerhans-Zell-Histiozytose eine Krebserkrankung? Würde mir vielleicht auch einfallen. Nämlich, es wird eigentlich wie eine Krebserkrankung behandelt. Vinblastin und Prednison, okay, Nukleosid-Analoga und dann Knochenmarkstransplantation und andere Sachen, die jetzt angewendet werden können, um BRAF-Mutationen und MAP-Kinase-Abläufe zu hemmen, können jetzt bei diesen Patienten angewendet werden. Ich dachte, dieses wäre rar, aber ich bin eines Besseren belehrt, dies ist eine häufige Krankheit bei Jugendlichen und Kindern. Und diese Fingernägel hier sind diagnostisch. Dies ist Keulonychia und das ist Eisenmangelanämie. Und es geht um eine 54-jährige Patientin mit Müdigkeit und man hat auch nach, die hat Hämorrhoiden, nicht so schlimm, aber man hat auch ausführliche Untersuchungen nach anderen Blutverlustquellen hier angeguckt und die hat einen Ferritinspiegel von 3 Nanogramm pro Milliliter. Das ist ziemlich niedrig und Eisenspiegel sind auch im Keller und man hat ihr dann Eisen gegeben. Aber die Fingernägel, nach 3 Monaten haben sich nicht verbessert, aber dass so ein Fingernagel auswächst, dauert sowieso ein Jahr. Der Fall im New England Journal geht es um 3-jährigen Jungen mit Krampfanfällen. Und ich bin kein Kinderneurologe, das ist schon sicher. Aber das sollte nicht sein. Und man bei einem 3-jährigen, dass er einen Hirntumor haben sollte, das Krampfanfall auslöst, ist ziemlich unwahrscheinlich. Enzephalitis, klar, muss man dann untersuchen. Und man hat nach jedem Virus, wir haben ja vor kurzem schon Review hier gesehen über virale Enzephalitiden, alles Mögliche ist hier gemacht worden und
Das als Ursache konnte nicht gefunden werden. Und diese Blutwerte helfen uns auch nicht sehr. Hat man Likoruntersuchungen gemacht, das ist auch ganz richtig so, und 72% Lymphozyten und Monozyten, Makrophagen waren da, Proteine im Likor eigentlich nicht erhöht, Glucose auch nicht niedrig. Grams Präparat hat natürlich nur die Zellen gezeigt und nichts anderes. Krampfanfälle sind ein guter Grund, ein EEG laufen zu lassen. Und das ist auch hier gemacht worden. Und da sind bestimmte Muster hier, die hier sich abspielen. Und die Krampfanfälle haben sich wiederholt und alles Mögliche ist hier gegeben worden. Midazolam, Fentanyl, Rocuronium, dann musst du auf ITS, war alles ganz furchtbar. Und was ist die Differentialdiagnose von refraktären epileptischen Anfällen bei einem Dreijährigen? Wenn es keine Enzephalitis ist und kein Hirntumor. Und es gibt seit 2007, das heißt in Zeitrahmen von 10 Jahren, eine Autoimmunerkrankung ist beschrieben worden, wo Antikörper gebildet werden gegen den NMDA-Rezeptor. Und das ist eine Autoimmunerkrankung. Ich wusste nicht, dass das bei einem Dreijährigen auftreten würde. Ist auch ein sehr interessantes Buch von einer Patientin geschrieben worden und publiziert, eine Laie natürlich. Das Buch heißt Brain on Fire und es beschreibt ihr Erlebnis mit dieser Enzephalitis. Und dieses Kind hat dies. Und hier sind die diagnostischen Kriterien. Die Krampfanfälle sind ein bisschen atypisch und die Kinder werden auch aggressiv und können dann nicht mehr richtig sprechen und machen auch komische Bewegungen mit den Händen, Atetosen und werden lethargisch und auch apnoeisch und alles Mögliche. Und EEG scheint hier ziemlich eindeutig zu sein und wie der Likor aussieht. Und das ist, was dieses Kind hatte. Das Auffällige war, das erste MRT, was gemacht worden ist, war normal. Aber man muss dann spätere Untersuchungen machen und man kann diese allgemeine verbreitete Enzephalitis dann nachvollziehen in der zweiten MRT-Untersuchung, die dann 2 Wochen danach gemacht worden ist. Dieses wird mit Prednison und Immunglobuline behandelt. Das ist eine ziemlich empirische Behandlung. Und Rituximab und Ähnliches wird hier auch angewendet. Und das Kind hat sich langsam verbessert. Also neuer Form Autoimmunenzephalitis, erst in den letzten 10 Jahren beschrieben, sollte man eine Ahnung haben, dass es sowas gibt. Hier ist eine Frage aus dem New England Journal. Kommt ein 81-jähriger reformierter Raucher, das ist schon gut, kommt rein, aber ist kurzatmig und hustet und hat produziert Sputum und hat expiratorisches Brummen und Giemen und was soll man machen? Und ein Angebot ist CT, würde man vielleicht machen. Arterielle Blutgase gefallen mir immer. Röntgenbild würde ich auf alle Fälle machen. Sputumkultur würde ich auch machen und dann Spirometrie. Na, was ich gelernt habe von meinem Doktor, ist, der hat ein iPad und ein Mundstück und er macht während der körperlichen Untersuchung Spirometrie. Das Ding macht dann eine Druckvolumenschleife. Man muss dann einatmen und ausatmen und errechnet FEV1 und alles Mögliche sofort. Einfach bei der körperlichen Untersuchung. So, Spirometrie ist bei der Diagnose von COPD immer im Vordergrund. 4 von diesen anderen Sachen würde ich auch machen, aber Spirometrie auf alle Fälle. Dann im Lancet. Welcher Stent ist nicht schlechter als der letzte? Wieder mal eine Fragestellung. Und es geht hier um 2 Stentsorten. Einer ist ultra dünn. Das heißt, die Stützungen sind ultra dünn. Der wird auch degradiert über die Zeit und setzt Sirolimus frei. Und der nächste ist ein bisschen kräftiger und setzt Everolimus frei.
Und jetzt gucken wir, was nach 5 Jahren passiert ist. Und unterschiedliche Gefäße, die hier angewendet wurden und Gesamtmortalität und tatsächlich ein Unterschied hier. Aber die Leute sind alt und sterben natürlich auch an anderen Sachen. 14% biodegradable polymer sirolimus stent und nur 10% in der altmodischen stent. Sieht signifikant aus, aber kann man nicht so betrachten. Nämlich diese Kurven sehen gleich aus und wenn man sich so einen Manhattan-Plot aller Untergruppen, die dicken, die dünnen, die alten, die jungen, lange Läsionen, kurze Läsionen, alles wurscht. Und dann Stenzstenosen hat man immer Bedenken, aber unter 1% mit beiden. Dies ist nicht ganz signifikant, aber sieht so, als wäre der Neue vielleicht ein Hauch besser als der Alte. Und das haben wir davon gelernt. Und in der nächsten Studie geht es um arme Menschen, die Drogen spritzen, die HIV-positiv sind. Früher wurden die Intravenous Drug Users genannt oder IDUs. Jetzt heißen sie People Who Inject Drugs, PWIDs, politisch noch korrekter. Und die hat man überall gesammelt. Und die Fragestellung hier ist, kann man denen helfen, indem man denen eine vernünftigere Betreuung anbietet. Psychosoziale Beratung, so dass sie durch ihr Gesundheitssystem sich navigieren könnten. Würde mir vielleicht einfallen, dass das eine gute Idee ist. Wenn man sich um Leute kümmert, geht es denen meistens besser, als wenn man sich um sie nicht kümmert. Und das wurde in dieser ziemlich aufwendigen Studie gezeigt. Standard Care und dann ist Intervention und Alive and Are ART, das heißt, nehmen Sie Ihre Medikamente oder sind Sie noch am Leben und bisschen behutsames Umgehen und denen zu helfen, sich durch ein schreckliches Gesundheitssystem zu navigieren, scheint sinnvoll zu sein und das hätten wir auch so erwartet. Dann Brasilien. Wieder mal Global Burden of Disease, die globale Belastung von Krankheiten. Und jetzt, letzte Woche hatten wir Malaysia, jetzt ist Brasilien dran. Und Sie können sich auch Vergleich zwischen Männern und Frauen 1990, 2016 ist die Welt besser geworden. Und was wir hier sehen, wieder mal wie in Malaysia, die Infektionskrankheiten krachen ab und die nicht kommunikablen Erkrankungen, Herzerkrankung, Schlaganfall, Krebs und so weiter, die werden natürlich nicht besser. Und das ist, wird in allen Ländern so gleich sein. So 1990 Diarrhoe-Krankheiten und Pneumonie und neonataler Tod und ähnliches waren ganz oben. Und 25 Jahre später sind die alle abgekracht und jetzt ischämische Herzerkrankung, was ganz Unerfreuliches, interpersonal violence, das heißt, die Leute schlagen sich gegenseitig tot und Autounfälle sind jetzt im Vordergrund. Das sind natürlich nicht Infektionskrankheiten. Vielleicht, aber ich glaube es nicht. Und das sind so die Unterschiede. Und dann die Sachen, die die Lebensqualität einschränken, aber die nicht letal sind, sind hier gezeigt. Und hier sind wieder die üblichen Kandidaten. Rückenschmerzen und Nackenschmerzen stehen auf Nummer 1 und Hauterkrankungen und Migräne und Depressionen und Angstzustände, ist ja beinahe wie bei uns. Und dann hier kann man sehen, 1990 Männer und Frauen, Kindheitsunterernährung und dreckiges Wasser und Alkohol und Drogen und Tabak und ähnliches und heute Alkohol und Drogen sind wieder da oben. Bei den Frauen High Body Mass Index. Systolischer Blutdruck ist wieder ausführlich vertreten. Aber High Body Mass Index ist in Ansturm und Tabak ist immer noch da. Und das können Sie sich dann hier mal angucken, wenn Sie für die globale Gesundheit sich einsetzen wollen. Dann das Review im New England Journal, im Lancet hat mich ziemlich beschäftigt. Und es geht um Genetik. Und wir fangen mal an mit August Weismann an. Und der war ein deutscher Genetiker am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da hat man schon zur Kenntnis genommen, dass
Eier und Spermienzellen anders sind als andere Körperzellen, weil sie die Keimbahn tragen. Und die befindet sich im Zellkern, das hat man gewusst. Und man hat von Chromosomen auch eine Ahnung gehabt. Und Mutationen, das heißt die Veränderungen, die wir durch Darwins Theorie kennen, müssen keimbahnbedingt sein. Und um das zu beweisen, hat der gute August bei 20 Generationen von Mäusen denn alle den Schwanz abgeschnitten, um zu sehen, ob die Nachkömmlinge dann vielleicht keinen Schwanz haben würden. Das hätte er sich alles ersparen können, hätte er einfach nur die Muslime und die Juden angucken können. Die sind ja alle beschnitten, schon seit 2000 Jahren oder länger. Und die kommen auch, sind auch nicht anfällig bei der Schwanzparade. Das ist der. Und dann ist die Idee, die eigentlich von Lamarck vor Darwins Zeit propagiert wurde, dass eigentlich die Vererbung zu tun hat mit Eigenschaften, akquirierte Eigenschaften, und dass die vielleicht vererbt werden. Wie die Giraffen, die andauernd ihren Hals strecken müssen, dann aus dieser Gegebenheit dann Giraffenstämme dann erzeugen, die auch dadurch einen langen Hals haben. So wie die Damen in Afrika, die immer diese Ringe in ihren Hals gesteckt haben, um einen langen Hals zu haben, was da eine Mode ist. Aber die haben dann auch nicht Töchter mit einem langen Hals. Aber es sind tatsächlich Sachen, die nicht in der Keimbahn verantwortet eingebettet sind, die doch vererbbar sind. Und diese Meinung wurde vertreten von Conrad Waddington. Und der war auch ein Genetiker, ein bisschen nach Weismann, in England. Und der war ein glühender Kommunist. Und nach seinen Regeln könnte man sich dann vorstellen, dass die Umwelt mit Genetik zu tun haben könnte. Diese Idee wurde auch dann von Lysenko in der Stalinzeit propagiert, dass eigentlich Probleme, die auftreten, die wir als vererbt denken, eigentlich gesellschaftliche Probleme, die könnte man unterbinden und dann würde das nicht mehr passieren. Und es geht um Epigenetik hier. Und wir wissen, Epigenetik nach Conrad Waddington sind eigentlich hat zu tun mit der Weitergabe von bestimmten Eigenschaften auf die Nachkommen, die nicht in der DNA-Sequenz zu finden sind. Und wie kann sowas passieren? Und das wissen wir heute, dass das der Fall ist. Und es geht hier um ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Abläufe, die wir heute Epigenetik nennen, hat zu tun mit DNA-Methylierung. Und das im Englischen nennt man das ein Annotation System, aber unter die deutsche Übersetzung wäre Vermerk oder Anmerkung, aber es geht hier um mehr als eine Anmerkung. Es geht hier um tatsächlich eine Methylierung, die dazu dann führt, dass dieses Gen nicht angeschaltet wird. Und das wissen wir heute, ist ein epigenetisches Phänomen. Manche von diesen Veränderungen können auch vererbt werden, aber das hat auch mit unseren Abläufen während des Lebens zu tun und ob wir Krebs kriegen oder nicht. Und diese Stellen von DNA, die methyliert werden können, es geht um Cytosin und Guanosin, die sind dann verbunden mit einer Phosphatbrücke, die nennen wir CpG-Inseln. Und diese Methylierung kann stattfinden und dann kann Transkriptionsfaktor nicht binden, um diese bestimmten Gene anzuschalten. Und das findet an sogenannten diese Histon-Eiweiße, die DNA wird da rumgewickelt und diese Methylierungsstellen an diesen Histonen sind hier gegeben. Und diese Stellen sind bekannt und die können wir heute auswerten, um zu sehen, was hier passiert. Und hier, Transkriptionsfaktor kann sich binden, aber wenn Methylierung hier stattgefunden hat, dann funktionieren diese Abläufe nicht mehr, sodass diese Gene dann unterdrückt werden. Und das kann man heute messen. Und das hat zu tun mit auch Veränderungen, die mit Alter stattfinden, dass Gene methyliert werden mit zunehmendem Alter, die sonst nicht methyliert waren.
Es hat mit unterschiedlichen Krankheiten inklusive der sogenannten genetischen Prägung, wo man eine Mutation von Vater oder Mutter kriegt und ganz andere Phänotypen sich entwickeln, mit Sachen wie fragiles X-Syndrom, Risiko von Krebserregung und Umwelt und das wird hier alles diskutiert. Und tatsächlich, wenn wir älter werden, bin schon da, Donnerwetter, ist schon ziemlich viel kaputt gegangen und vieles methyliert, was vielleicht nicht hätte methyliert werden sollen. Vielleicht können wir Sachen entwickeln, die hier eingreifen, sodass das vielleicht nicht stattfindet, sodass wir 1000 Jahre alt werden, anstatt nur 100. Ähnliches. Hoffe, dass nicht der Fall ist. Aber man denkt darüber nach, weil man an Gewebe und an Proben jetzt dieses ganze Muster abklappern kann. Und hier ist ein Beispiel von Mäusen. Es geht um unterschiedliche Gewebe oder bei der Leber und Kontrollen, ob niedrige Methylierung wenig ausgeschaltet ist und mehr ausgeschaltet ist. Und wenn man kastriert wird, will gar nicht dran denken, oder wenn man jetzt Testosteron behandelt wird und unterschiedliche Muster, Forschungsthemen, man ist sehr damit beschäftigt. Und auch kann man im Blut Sachen feststellen, um zu sehen, ob Sachen methyliert waren oder nicht. Und hier sehen wir Unterschiede in Patienten, die einen Herzinfarkt gehabt haben und die, die keinen gehabt haben. Und ob jetzt Insulin funktioniert oder Surfaktant oder Proteinbindung hat damit zu tun, ob Sachen methyliert sind oder nicht. Und das ist natürlich ein Hammer. Sind auch andere epigenetische Methoden, MikroRNA sind ein Beispiel, Zirkel-RNAs und andere Sachen, die auch in Sperma und Eizellen sich befinden, die vererbt werden, die dann Einfluss haben auf solche Abläufe. Das sind dann epigenetische Mechanismen, bei denen tatsächlich Umweltfaktoren auf zukünftige Nachkömmlinge einen Einfluss haben könnten. So der Lamarck lag falsch, aber nur zu 95%. Dann dieses kleine, dieses Podex von diesem armen Kind, diese schrecklichen Hautläsionen, keine Ahnung, 6 Monate alt, voll Teufel, was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Herpes könnte sein, aber kleine Bläschen, okay. Aber auf dem Hintern habe ich da sowas noch nie gesehen. Scabies, Milben, nicht solche Läsionen, keine Bläschen. Pemphigoid bei einem 6 Monate alten Kind, keine Ahnung. Aber wir haben ja gerade ein Review gehabt, muss wohl Langerhanszell-Histiozytose sein. Stimmt auch. Also dieses arme Kind hat wahrscheinlich einer dieser BRAF-Mutationen und hier ist ein Biopsienachweis und das ist, müssen wir, das haben wir alles Paul Langerhans zu verdanken. Das war's für heute. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.